Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Hallo, heute geht es um nichts Einfaches als um Erbsensuppe. Dazu braucht man getrocknete Erbsen, weil Tradition, Familienrezept und so weiter sagt trockene Erbsen. Dann braucht man Kartoffeln dazu, Suppenwürfel, man braucht vielleicht ein paar Würstchen, die man möchte und auch Wasser und ein bisschen Zeit braucht man. Und zwar die Trockenerbsen, die sollte man halt über Nacht einweichen in dem Wasser und wie das geht, zeige ich euch mal. Also da sind 500 Gramm drin an Erbsen und dafür habe ich jetzt schon mal 2 Liter Wasser reingetan und lasse die Erbsen jetzt darin über Nacht wunderschön aufquellen. Und nach 21 Stunden sieht das dann so aus. Und jetzt werden die Erbsen im Wasser, die aufgequollenen Erbsen, zum Kochen gebracht. Kurz aufkochen und dann runterdrehen und köcheln lassen. Immer mal wieder irgendwie zwischendurch umrühren, damit auch bei dem Köcheln die Erbsen nicht unten anbrennen. Und man kann jetzt schon bereits die entsprechenden Suppenwürfel da rein tun. Einer hier ist für einen halben Liter. Insgesamt haben wir 2 Liter drin. Also kommen, na sagen wir mal erstmal sicherheitshalber 3 rein. Und dann kann man ja, immer noch mal abschätzen, abschmecken, ob da noch mehr rein muss oder nicht noch mehr rein muss. Werden wir dann sehen. Der Vorteil, jetzt schon rein zu tun, ist, dass sich die Erbsen schon mit dem Gewürz ein wenig anfreunden. So, nach ungefähr einer Stunde, einer Viertelstunde sind die Erbsen jetzt soweit durch. Hätte man die jetzt nicht eingeweicht, würde man mindestens 2 Stunden kochen. Das ist einfach Verschwendung. Meine Art von Erbsensuppe beinhaltet aber pürierte Erbsen. Und deswegen nehmen wir jetzt mal so einen schönen Zauberstab, wie man den damals nannte, oder Pürierstab, und los geht's. So macht Kochen richtig Spaß. Das hat so ein bisschen was von einem Außenbordmotor, wo man in einem mit Algen bewachsenen See durchquert. Damit sollte die Fahrt zu Ende sein. So, jetzt kommen die Kartoffelstücke, die ich vorbereitet habe, da rein. Die müssen natürlich jetzt auch noch mal ihre 20 Minuten haben, bis sie dann durch sind. Wichtig ist natürlich dabei, die Reihenfolge zu beachten. Die Kartoffelstücke erst nach dem Pürieren reintun. Sonst hat man halt auch noch ein bisschen Kartoffelpüree. So, und wir warten. So, nach 20 Minuten sind dann auch die Kartoffeln durch und die Suppe ist fertig. Ich habe zwischendurch noch Würstchen reingetan, die warm werden sollen, und dann noch ein paar Kartoffeln natürlich dazu, und die Suppe wäre fertig. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!